Ja, aber wir kriegen ein bisschen Luft nach hinten. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Und wenn ich nicht so Fehler mache, dann komme ich vorne nämlich auch ran an Vettel. Das sieht man. Und mit dem Drehen ist es tatsächlich so, ich merke, wenn ich zu viel Gas gebe, dann dreht es mich. Aber das ist halt, das ist Setting unabhängig. Das ist, wenn man zu viel Gas gibt, dann dreht es ein. Das ist auch bei anderen Settings so. Also von daher, das Setting ist in Ordnung. Ich kann halt fast nirgends volle Pulle, aber ja, das ist, wie soll ich sagen, wenn man das weiß, dann muss man halt entsprechend fahren. Da nach hinten wieder Luft. Das ERS wird hier einfach sozusagen mal verbraucht. So, hier massiv runterbremsen. Ja, ein bisschen besser als vorher. Das ist aber immer noch nicht ideal. 09, wir wären doch im DRS-Fenster. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone bist. Okay, gut zu wissen. So, gleich wieder rein, Kollege. ERS und DRS kriegen wir auch. Ja, da sieht man wie eine Rakete. Allerdings, ich kann hier, würde ich sagen, noch nicht überholen. Das ist viel zu gefährlich. Jetzt habe ich ein bisschen zu früh gebremst. Auch nicht wirklich ideal. Lass uns die Überholtaste benutzen und etwas Energie aufbrauchen. Mach ich, Chef. Aber nicht vor der Kurve hier. Das macht keinen großen Sinn, meiner Meinung nach. Hier können wir es nochmal kurz einsetzen. Aufpassen. Das ist auch so eine gefährliche Kurve hier, wenn man die Curbs erwischt. Ansonsten ist er eigentlich relativ gnädig. Aber mit den Curbs sei jetzt das hier mal endlich ein bisschen besser erwischt. Und ich behaupte, man sieht es gleich. Ich komme wieder ein bisschen mehr ran. Drück die Überholtaste und versuch vorbeizukommen. Mache ich. Dafür haben wir sie, ich weiß. Coole Strecke, macht Spaß. Macht sogar Spaß, obwohl wir jetzt nicht mal direkt Duelle haben. Noch nicht wahrscheinlich. Aber die ist einfach doch, die ist nicht umsonst beliebt, sage ich mal, die Strecke. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Ich bin da erst gerade losgefahren. Runde 4 von 8, es sind aber auch nur 11 Runden, okay. Das Auto hinter dir fällt zurück. Eine Lücke bildet sich. Das ist okay. Ja, eine Lücke bildet sich. Das freut mich. So, kommen wir da noch ran an Vettel? Das müsste doch irgendwie zu machen sein. Kommt immer völlig drauf an, wo wir gerade unterwegs sind, also in welchem Streckenabschnitt. Dann komme ich ein bisschen ran und dann in anderen Streckenabschnitten hängt er mich halt wieder ab. Leider. Müsste nicht sein, ist aber so. So, wieder ein bisschen zurück mit dem ERS. Weil das brauchen wir hier auf der Geraden, dann hier unten. Oh, da bin ich zu... Das war wieder schlecht, man sieht es, dann ist er gleich wieder weg. Gar nicht gut gefahren. Ja, schön ein bisschen vom Gas runter, damit es uns dort nicht rauszieht.
Und das war eine Abkürzung, das war mir klar. Entschuldigung, liebe Rennleitung. War keine böse Absicht, es ging irgendwie gerade nicht anders. Ja, wir sind immer relativ nah dran. Die Frage ist natürlich auch, wo überholt man hier? So, Runde 5 von 11. Ich würde sagen, wir gehen dann wahrscheinlich bald schon mal rein hier in die Box, um uns gelbe Reifen zu holen. Ja, und dieses Reifenblockieren, das haben wir halt immer noch. Das habe ich mal erklärt, warum ich das DRS trotzdem immer noch, das ABS trotzdem immer noch ausgeschaltet habe. Weil ich kann nicht vernünftig bremsen, wenn ich das ERS, also das Hilfssystem sozusagen eingeschaltet habe. Dann habe ich keine Bremswirkung. Das hatte ich tatsächlich bei der 19er Version schon. Und das ist hier bei der 20er auch nicht anders. So, komme ich jetzt mal entscheidend dran langsam? Sieht nicht so aus. Ja, wobei, so rein optisch, wenn jetzt die Kurve nicht wieder gewesen wäre. So, okay, komme. Ach so, jetzt macht Druck. Oh, nein! Da habe ich ihn doch tatsächlich noch erwischt. Oh, das habe ich gerade noch gesagt mit der Bremswirkung. Ah, ja, irgendwie die Bremswirkung ohne ABS ist auch nicht ideal. Sagen wir es mal so. Ja, das hätte jetzt natürlich nicht sein müssen, aber... Ja, jetzt ist die Frage, den Flügel reparieren oder nicht. Es sieht mich schon mehr raus, das ist ganz klar. Oh, das ist natürlich jetzt... Wenn wir jetzt den Flügel reparieren lassen, dann büßen wir massiv Plätze ein. Das würde ich ehrlich gesagt nicht riskieren. Nee, das machen wir nicht. Also... ich muss die richtige Stelle finden. Die wäre, glaube ich, hier. Ich darf aber nicht vergessen, dass ich ja noch fahren sollte. So, jetzt haben wir es. Ja, und da zieht es mich dann halt raus, weil ich tatsächlich auf die blöden Dinger gucken muss. Arg! Okay, geh sanfter mit dem Wagen um. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Ja, ist klar. So, aber reingehen wir natürlich trotzdem. Das werde ich nochmal kurz. Das lasse ich mir nochmal kurz bestätigen. Ist jetzt natürlich ein Risiko, mit dem Flügel hier weiterzufahren. Aber, wie gesagt, wenn wir den Flügel reparieren lassen. Ups, was war das? Wir verlieren so viel Zeit, das möchte ich eben nicht. Dann lieber mit dem weiterfahren. Ja, gelb ist er. Gelb, wo wir doch gerade bei gelb sind. Los, dankeschön. Los, damit du an der Ausfahrt auf Renntempo bist. Jawohl. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Ja, denn wir wollen ja hier auf Renntempo sein. Ja, da liegt das Fahrzeug gleich wieder ganz anders. Sehr schön. Wir haben relativ häufig DRS, so oft hat man schon lange kein DRS mehr. Magnussen ist noch mit roten Reifen unterwegs, das heißt, den müssen wir in dem Sinne nicht angreifen. Aber er bremst uns natürlich je nachdem. Deswegen muss ich trotzdem irgendwie gucken, dass ich an ihn rankomme und vielleicht sogar an ihm vorbeikomme.
So, hier geht's wieder auf die Gerade. Ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir an ihn rankommen auf der Geraden. Ja, ja, man sieht. Er kommt in die Boxengasse. Wow, gefährlich. Er wehrt sich. Ja, und jetzt ist die Frage, doch, da komme ich vorbei. Oh, aber das war natürlich jetzt eine gefährliche Situation. Da kriege ich aber nochmal DRS. Und das mit kaputtem Flügel. So ein Risiko eingehen. Tja. 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Gut. Auch hier halt dran denken wegen dem Flügel. Das heißt, ich kann ja keine volle Pulle fahren. Also nicht in der Orange. Wir sind wieder auf der 8. Aha, ich habe zwar noch einen überholt. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,6 Sekunden. Boah, hin und her. Na gut, es wäre komisch, wenn ich das nicht merken würde, dass der Flügel immer einmal ist. Und ich merke es relativ deutlich. Ja, und nach vorne verlieren wir Zeit. Das sieht man. Aber ich denke, wenn man das Risiko eingeht, mit dem kaputten Flügel weiterzufahren, dann müssen wir zufrieden sein mit dem, was wir haben. Und das wäre der 8. Platz und der wäre, denke ich mal, halbwegs okay. Das sind WM-Punkte, das sind auch Punkte fürs Team. Jo, okay, aber das ist natürlich schon eher fast kriminell. Ich frage mich halt tatsächlich immer wieder, ob der Flügel im Laufe des Fahrens noch schlechter wird. Also der ist ja angeschlagen, der Flügel, wenn man jetzt den behält. Wird der noch schlechter? Also, dass er halt noch mehr kaputt geht, das wäre schon mal noch interessant. Das weiß ich nicht, wie das programmiert ist. Das weiß ich tatsächlich nicht. Schnellste Runde, Lewis Hamilton. Gratuliere. Wir haben viel Energie gesammelt. Verwende die Überholtaste. Ja, habe ich doch. Dass er mich daran immer erinnert. Ich nutze die Überholtaste eigentlich relativ häufig. Also dieses ERS, man sieht, es ist wieder grün. Nur hier in der Orange möchte ich es nicht verwenden, da bin ich froh, wenn ich heil durchkomme. Und zwar ohne Verwarnung, denn eine hätten wir schon. Oder haben wir schon. 3-3 haben wir Rückstand auf Ricciardo. Nicht gut. Ja, mal besser erwischt. Jetzt hast du mich nicht so rausgetragen, weil ich auch nicht das gleiche Tempo aufgebaut habe. Aber vergiss nicht, dass diese Reifen bis zum Schluss durchhalten müssen. Okay, wir holen den ein. Der haut doch ab. Wir haben doch jetzt 3,4. Vorher hatten wir 3,1 Rückstand. Das heißt für mich, dass wir abgehängt werden und nicht, dass wir ihn einholen. Ich weiß nicht, was Jeff teilweise sieht. Nicht, was ich sehe. Oh, kommt da von hinten? Oh, ja, die kommen näher. Ah, muss ich aufpassen. Es sind nur noch 2 Runden. Das müsste doch nicht zu schaffen sein. Kommen wir mit dem Benzin noch aus. Also, dass wir diesen Platz behalten. Das ist ja das Ziel. Nicht drehen. Ja, kommt näher. Fiat. Bleiben wir einfach noch vom Leib, bis wir im Ziel sind. Das wäre relativ angenehm. Ja, jetzt kommen wir aber an Vettel auch wieder ein bisschen ran. Das ist ja interessant. Eben, das sind halt die einzelnen Abschnitte, wo ich einmal besser fahre und einmal schlechter. Jetzt wäre natürlich, ja, jetzt ist natürlich die Spekulation,
Was wäre, wenn wir jetzt den Flügel nicht im Eimer hätten? Ich behaupte, dann kämen wir an Vettel noch ran. Und hätten nicht so die Probleme nach hinten. Aber das ist natürlich wirklich reine Spekulation. Hier ist er zum Beispiel massiv schneller. Und das ist auch kein Wunder, weil irgendwie fahre ich hier komplett schlecht. Aber ich glaube, wir können ihn hier jeweils wieder ein bisschen distanzieren. Jetzt ist aber mein ERS im Aimé. Schade. So, eine Runde noch. Das müssen wir doch verteidigen können, was wir hier haben. Er hat natürlich DRS. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ja, und bei Vettel tut sich in dem Sinn nichts mehr. Wir kommen nicht näher ran. Er hängt uns aber auch nicht mehr ab. So, zum letzten Mal noch die Rouge. Konzentration. Kein Problem. 5 Zehntel haben wir. Okay, nach vorne 3,7. Ja gut, jetzt einfach das Ganze zu Ende fahren. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,5 Sekunden. Mhm, habe ich gesehen. Ja, hier ist ein ohne diesen Flügel, es ist fast nicht zu machen. Oh, nicht rutschen. Oh, jetzt wird es auch noch gefährlich. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Das ist natürlich ein Poker, was ich hier mache mit kaputten Flügeln. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut findet oder für clever erachtet. Oder ob ich doch besser nochmal in die Box gegangen wäre und mir den Flügel, beziehungsweise während dem Boxenstopp den Flügel noch hätte reparieren lassen. Ich bleibe dabei, nein. Weil wir durch diese Reparatur des Flügels hätten wir so viel Zeit verloren, dass wir jetzt nicht mehr auf der 8 wären, behaupte ich. So, er ist wieder ein bisschen zurückgefallen, er war relativ nah dran vorher. Ja, das kriegen wir gewuppt. Rang 8, würde ich sagen, müsste passen, wenn ich jetzt hier nicht noch mich drehe oder irgendeinen Käse habe. Nee, das passt. Sauber. Ja, damit kann ich leben. Okay, Rang 8. Ein wenig Gummiabrieb ein und komm rein. Er ist nicht zufrieden, weil immer wenn ich Gummiabrieb einsammeln soll, ist er stinkig. Der Herr Chef. Ach, guck mal an, der Heiß ist Fahrer des Tages. Ja, halt wieder ein paar Plätze gut gemacht, ganz klar. Viel sauber. So, jetzt bin ich gespannt, wo ist De Vries? Mal gucken. Die Sieger begeben sich nun auf das Podest und das Team von... Jo. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach Ocon dieser hat gewonnen. Runde der Weltmeister okay. Trotz der großen und De Vries Spitzenreiter, das ist der Vorsprung in der Meisterschaft etwas zusammengeschmolzen. Es kommen geht wir voran. Zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Für mich ist das heute Berg. Heute hat sich eine Menge getan, aber er war der Einzige, der sein Potenzial voll ausschöpfen konnte. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Mercedes ja, okay, das ist eigentlich alles soweit in Ordnung. Ein weiteres heraus. Große Sprünge in dem Sinn haben wir nicht gemacht, aber ich würde sagen, es sieht einfach auch gut aus. Also wir auf der 8. Die Fans haben das wirklich Madame? Genossen. Bei Ihnen sah das leicht aus. War es ja auch. Nee, war es nicht. Ganz schön. Was war Ihre Strategie? Ja, Aerodynamik kann man nur empfehlen. Die ist so gut. Frage, dass Sie hier alle Erwartungen übertreffen. Nicht? Ja, machen wir den. Derzeit wird viel über dieses Team geredet. Was denken Sie darüber? Sie sollten sich lieber darum kümmern, was so über mich geredet wird. Ja, wir hängen jetzt mal den Kopf nicht so weit raus. Ja, genau. Machen wir den. Sie hatten einen kleinen Zusammenstoß. Wer trägt die Schuld daran? Ich nicht. Doch, klar. Ich bin dem anderen hinten reingeknallt. Keiner hat die Schuld. Meine Schuld war es nicht. Doch, machen wir den hier. Ist etwas passiert? Das denke ich auch. Sowas kann passieren. Das müsste nicht, weil es hat uns wahrscheinlich doch vielleicht sogar einen Platz gekostet, weil ich nicht mehr angreifen konnte. Aber eben, Platz 10 und Platz 8, damit bin ich zufrieden. Man sieht auch, das gibt gleich 1 Million. Auch sehr nett. Und jetzt bin ich gespannt, wo geht's hin? Werden wir gleich wissen. Na. Italien, Monza, mag ich nicht.
ist ein relativ schneller Parcours, aber irgendwie mit unmöglichen Kurven drin. Das ist wirklich so. Naja gut, aber irgendwie halbwegs müsste es trotzdem gehen, dass wir dort auch ein gutes Resultat hinkriegen. Ich würde sagen, das Rennen war okay. Das war jetzt nicht riesenstark. Es war aber eben auch für einmal nicht irgendwie durchsetzt von Fehlern oder durchsetzt mit Fehlern. Und zwar nicht nur bei uns, sondern auch bei De Vries, weil der wurde 10. Und das ist für ihn natürlich auch eine starke Leistung. Danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.